Ja, liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Hubertus Heil, ich bin Jahrgang 1972, Ortsverein Peine-Kernstadt, Unterbezirk Peine, Bezirk Braunschweig, Niedersachsen. Das ist meine Heimat. Warum erzähle ich das? Weil ich in einer Stadt aufgewachsen bin, die mich sehr geprägt hat. Peine ist eine kleine Stadt mit 50.000 Einwohnern. In meiner Kindheit und Jugend waren in dieser Stadt mit 50.000 Einwohnern ungefähr noch 10.000 Menschen im Stahlwerk beschäftigt. 10.000 Familien, die am Stahlwerk gehangen haben. Heute sind es noch 800 Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten. Das heißt, die Geschichte meiner Heimat, meines Lebens, meiner Heimatstadt ist die von Strukturwandel. Und ich bin in einer Stadt aufgewachsen, der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, seit ich denken kann, die politische Verantwortung tragen in der Kommunalpolitik, die Landtags- und die Bundestagsabgeordneten stellen und mitgeholfen haben, dass meine Heimat diesen Strukturwandel geschafft hat. Wir hatten auch furchtbare Zeiten von Arbeitslosigkeit. Wir sind jetzt unter Bundesschnitt. Und ich glaube, diese Erfahrung von Strukturwandel erfolgreich zu gestalten, ist eins, was wir für den neuen Strukturwandel als Sozialdemokratie sehr gut im Gepäck haben müssen. Denn ich habe noch was anderes erlebt. Ich bin in den 90ern weggegangen aus Peine. Ich bin nach Brandenburg gegangen, um dort Politikwissenschaften an der Uni in Potsdam zu studieren. Und ich habe im Landtag gearbeitet für eine arbeitsmarktpolitische Sprecherin. Das war die Zeit, in der Regine Hildebrand, die für mich ein großes Vorbild ist, liebe Genossinnen und Genossen. Unsere Arbeitsministerin in Brandenburg war. Was ich, lieber Dietmar Woidke, liebe Clara, in Brandenburg in den 90ern erlebt habe, da haben wir uns kennengelernt. Das war nicht Strukturwandel, das waren Strukturbrüche in kürzerer Zeit. Und wir haben erlebt, was das mit Menschen und Familien macht, welche Schrammen das in der Biografie hinterlässt, bis in die Rente heutzutage. Und ich befürchte, dass bestimmte politische Entwicklungen, die wir heute erleben, Spätfolgen dieser Brüche der 90er Jahre waren. Ich will, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir in dem anstehenden Strukturwandel für unser Land dafür sorgen, dass wir keine Brüche haben, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute auch in der digitalen Wirtschaft der Zukunft von morgen die Chance haben, was aus ihrem Leben für sich und ihre Familien zu machen. Das ist für mich Sozialdemokratie. Für mich ist auch Sozialdemokratie, dass in unserer Überzeugung nach wie vor, und die wird gebraucht, nicht die Frage steht, welcher Herkunft man hat, welche Hautfarbe oder welches Geschlecht. Und wir nicht wollen, dass Menschen auf ihre Geburt festgenagelt sind, auf ihre sozialen Verhältnisse. Den Weg zu öffnen für Menschen, zu einem selbstbestimmten Leben in einer solidarischen Gesellschaft, das ist für mich sozialdemokratische Überzeugung, die Idee von Freiheit und Selbstbestimmung und von sozialer Gerechtigkeit. Und das heißt konkret, dass ich in die Arbeit in dieses Team was einbringen will. Die Themen habe ich eben anklingen lassen. Ich will mich kümmern, auch nicht nur in Regierungsverantwortung, sondern auch in diesem Parteiamt, dass die SPD, wenn es um die Arbeit und die Zukunft der Arbeit geht, erkennbarer wird, liebe Genossinnen und Genossen, und das gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus den deutschen Gewerkschaften. Wir haben eine gute Zusammenarbeit aufgebaut. Ich will, dass wir die Aufgaben, die jetzt vor uns sind, gemeinsam gestalten, wenn es um die Transformation, auch die soziale und ökologische Transformation unserer Industriegesellschaft geht. Ich will zweitens mithelfen, dass wir auch die Diskussion führen mit der Wirtschaft in Deutschland, mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, mit den Handwerkern, mit den Selbstständigen. Und ich sage euch, damit meine ich nicht nur die Spitzenverbände, sondern diejenigen, die das wirklich machen an dieser Stelle. Die stehen uns manchmal näher, als viele denken, und wir dürfen auch da den Kontakt nicht verlieren, liebe Genossinnen und Genossen. Und beim Thema soziale Sicherheit auch zu den Sozialverbänden, die in vielfacher Hinsicht aktiv sind, für Interessen, für die Wohlfahrtsverbände. Das ist etwas, was ich einbringen will in die Arbeit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, dass wir da gemeinsam an Zukunftsproblemen, an Zukunftsthemen arbeiten, programmatischen Vorrat aufbauen. Das Zweite, worum ich mich kümmern will in diesem Zusammenhang, ist tatsächlich etwas, was Clara eben beschrieben hat. Ich denke daran, dass wir in den nächsten zwei Jahren, wir haben viel über die Bundesebene diskutiert, vor allen Dingen Kommunal- und Landtagswahlen in Deutschland haben. Und lieber Peter Tschentscher, und das gilt auch an Melanie Leonhard, ihr habt ein Recht darauf, dass dieser Parteitag nicht mehr den Eindruck am Ende hinterlässt, dass wir uns nur um uns selbst kreisen, sondern dass wir euch unterstützen in Hamburg. Der Leuchtturm Hamburg muss gewonnen werden. Das muss unser Ziel sein, wenn die Wahl im Februar ansteht. Klares Signal nach Hamburg. Wir brauchen euch und wir werden euch unterstützen. Ich will das auch tun. Und die Reise geht dann weiter.
Wir haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, Kommunalwahlen in Bayern, im Freistaat. Da gibt es viel zu gewinnen, aber es gibt auch einiges zu verlieren. Ich will beispielsweise, dass der Nachfolger von Ulli Mali in Nürnberg weiterhin ein Sozialdemokrat ist, liebe Genossinnen und Genossen. Die bayerischen Genossinnen und Genossen haben unsere Unterstützung auch verdient. Und ich habe das gestern Abend in Nordrhein-Westfalen angesprochen. Wir müssen dafür sorgen, dass unser größter und stärkster Landesverband wieder die Chance hat, über die kommunale Ebene irgendwann die Landesebene wieder aufzurollen. Und das will ich ganz deutlich sagen. Ohne Nordrhein-Westfalen wird es keine Ressource der deutschen Sozialdemokratie geben. Wir müssen die NRW-SPD unterstützen, genau wie die NRW-SPD die Bundespartei jetzt unterstützt, liebe Genossinnen und Genossen. Und so könnte ich noch in den nächsten, ich habe nachgeguckt, in den nächsten 2 Jahren noch 10 andere Wahlen aufrufen. Aber eine will ich noch ansprechen, weil mir das am Herzen liegt. Liebe Manu Schwesig, ihr habt einen harten Gang vor euch. Ihr habt auch Rechtsradikale im Parlament schon. Aber ihr habt bewiesen bei der letzten Landtagswahl, du als Person und so Typen wie der Patrick Dahlemann in Vorpommern beispielsweise, dass es gelingt, diese rechten Brüder auch wieder zurückzudrängen. Die sollen aus dem Landtag verschwinden an dieser Stelle. Die sollen nicht nur nicht größer werden, die müssen wieder rausbringen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich will einfach, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir als Signal dieses Parteitages nicht einfach Geschlossenheit machen. Die SPD ist kein Kasernenhof. Das hat dieser Parteitag, das haben die letzten Wochen und Monate gezeigt. Wir sind eine lebendige Partei, wir streiten und diskutieren miteinander. Ich schließe mich dem, was Clara gesagt hat, an. Wenn wir miteinander diskutieren, dann tun wir das immer als Genossinnen und Genossen und niemals als Gegner und Feinde, liebe Genossinnen und Genossen. Bei allem, was uns manchmal trennt, wir sind eine sozialdemokratische Partei und nicht 10. Und wir sind auch keine Holding von verschiedenen Flügeln. Wir sind die große deutsche Sozialdemokratie. Und so müssen wir uns auch benehmen. Und das heißt für mich, als jemand, der auch das andere Team unterstützt hat, das in der Stichwahl war, das ist kein Geheimnis, dass ich das Ergebnis für Saskia und Norbert nicht nur einfach respektiere, wie man das unter Demokraten sowieso tun sollte, sondern als politisches Signal für unsere Arbeit, die weitere Arbeit, sehr ernst nehme. Wir wollen zusammenhalten. Wir sind unterschiedlich. Aber ich habe eins auch als Arbeitsminister in Betrieben und Verwaltung gelernt. Und das gilt für die Wirtschaft und auch für die Politik. Diverse Teams von Frauen und Männern unterschiedlicher Herkunft mit gemeinsamen Vorstellungen einer Mission sind erfolgreicher als einförmige Eintöpfe, liebe Genossinnen und Genossen. Und so will ich dieses Team verstanden sehen. Ich bitte euch um euer Vertrauen und eure Unterstützung. Herzlichen Dank.